Kann man sich Zeitreisen logisch vorstellen oder wäre es echt möglich? Eigentlich würde man ja in eine Zeit reisen, weil man das Gefühl hat, oder ich habe das Gefühl, dass ich es dann besser verstehe. Oder? Aber das Problem ist ja, ich bin ja dann gleich der Mensch 2017. Also mein Kopf und alles, was ich sehe und wie ich das Zeug einschätze, also finde ich das gut, finde ich das schlecht, macht er das richtig, ist ja völlig geprägt von meinem Leben, von meinem eigenen. Und wenn ich dann dort stehe, also irgendwie 18. Jahrhundert, in einer, weiss auch nicht, Arbeiterfamilie, dann würde ich trotzdem, habe ich das Gefühl, eben gleich nichts verstehen. Oder? Also, weil das wäre für mich dann so fremd, obwohl ich eigentlich so physisch nahe dran wäre, würde ich es eigentlich mit falschen Augen anschauen. Darum, ich glaube, eigentlich wäre eine Zeitreise nur dann möglich, wenn man mich eben nicht nur dort hintransformieren würde, sondern mir auch einen Chip einsetzen würde, dass ich denken könnte, wie ein Mensch, der im 18. Jahrhundert sozialisiert worden ist, der aufgewachsen ist, in einer Bauernfamilie zum Beispiel, und weiss, ich werde meiner Lebtag wahrscheinlich vielleicht auch nie lesen und schreiben lernen. Ich will vielleicht auch nicht irgendeinen heiraten, schon gar nicht einen, den ich liebe, sondern höchstens einen, der noch ein bisschen Geld gibt für mich, und es wäre okay. Oder? Also, das, also ich glaube, mit unseren Köpfen können wir nicht einfach zurück und das Gefühl haben, wir verstehen dann irgendetwas besser. Ich glaube, das ist das Problem an diesen Zeitreisen.